Hello People, wie versprochen starte ich jetzt heute mit der Beitragsreihe über die sieben hermetischen Gesetze, entdeckt vom schlauen Hermes Trismegistos und von mir als Geschenk für dich. Möge es der gleiche Beitrag in deinem Leben sein, wie er es für mich in meinem Leben ist. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich los mit dem ersten Gesetz, und zwar mit dem Prinzip der Geistigkeit. Was bedeutet das? Ich glaube, wichtig ist einfach einmal zuerst zu verstehen, dass alles Bewusstsein ist, dass alles aus Energie besteht und dass alles Geist besitzt. Und der Ursprung dieses Geistes ist das Universum. Und alles Grobstoffliche, alle Materie hat einen geistigen Ursprung, also eine Idee. Also mach dir jetzt einfach einmal gern bewusst, dass die Energie immer der Aufmerksamkeit folgt. Das bedeutet, die Kraft der Gedanken erschafft unsere Materie. Und für mich war das damals so faszinierend, wenn ich, oder ist es auch immer noch, wenn ich so im Himmel raufschaue und da fliegt ein Flugzeug über mich drüber, zu erkennen, dass damals, ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt her ist, aber schon einige Monde, da hat es das ja noch nicht gegeben, aber es hat einen Menschen gegeben, der diese geistige Idee von diesem Flugzeug gehabt hat. Und er ist dran geblieben und heute ist es uns Menschen möglich, in kürzester Zeit die Welt zu bereisen. Und das ist einfach faszinierend. Zumindest für mich. Aber was bedeutet das jetzt? Was bedeutet Geist? Was ist das genau? Es ist ja kein weißes Geschöpf, was da so auf unserem Planeten herumspukt. Nein, sondern es ist einfach eine Energieform. Und diese Energieform, die wird von allem ausgesandt. Von allem. Nur auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Schwingungsfrequenzen. Aber für uns gilt es jetzt einfach zu verstehen, dass unsere Gedanken also genauso Formen von dieser geistigen Energie sind. Von welcher Qualität, ob sie positiv oder negativ, ob sie kreativ oder destruktiv, bewusst oder unbewusst sind, ist für den Moment, für dieses Video jetzt nicht ganz so wichtig. Da tauchen wir dann tiefer ein. Wir dürfen jetzt einfach verstehen, dass der Gedanke eine Energieform ist. Allerdings ist dieses Wissen darum so entscheidend. Denn wenn man versteht, dass Gedanken Energieformen sind, dann verstehen wir auch, dass wir durch unser Denken unsere Realität, unser Erleben erschaffen. Und wo ich das damals verstanden habe, dann war das schon so ein Knotenplatzer in meinem Leben und ich habe mir gedacht, ups, vielleicht wäre es dann ganz sinnvoll, zukünftig ein bisschen Gedankenhygiene zu betreiben, damit sich mein Leben eventuell zum Besseren wendet. Und das habe ich gemacht und das ist dann auch eingetreten. Denn jeder gedachte Gedanke von uns bringt diesen Schöpfungsprozess in Gang. Denn wir sind Schöpfer
mit dieser Schöpferkraft in uns. Und wenn wir diese Schöpferkraft bewusst einsetzen wollen, damit unser Leben besser werden kann, dann ist es unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung, meiner Meinung nach, dass wir lernen, diesen Geist zu meistern, damit wir dann unsere Gedanken steuern können. Weil wenn uns das gelingt, dann haben wir auch die Möglichkeit, unser Leben nach unseren Wünschen, nach unseren Visionen und nach unseren Vorstellungen kreieren zu können. Und ich finde, das ist dann schon wert, dass man sich einfach einmal hinsetzt und mit diesen Themen auseinandersetzt. Und da frage ich dich jetzt, hast du dich schon einmal ganz bewusst hingesessen? Hast du schon einmal voller Neugier, wie ein Forscher, deine Gedankenwelt beobachtet? Was denkt es denn gerade in mir? Tut mir das gut, über was ich da nachdenke? Bringt es mich weiter? Ich habe das ganz lange Zeit nicht gemacht, sondern die Gedanken sind einfach so durch mich durch. Und am Ende des Tages habe ich mich oft gefragt, warum ich so frustriert und so schlecht drauf bin. Aber als mir dann bewusst war, ist, dass nur 3% am Tag positive Gedanken durch meinen Kopf gehen, wenn ich da nicht aufpasse, habe ich mir gedacht, okay, it's time for a Gedankendusche. Und wenn du jetzt gern mehr darüber erfahren möchtest, wie du dieses Prinzip der Geistigkeit in dein Leben integrieren kannst, sinnvoll integrieren kannst, oder du dir vielleicht eine Gedankendusche für deinen Lebensweg wünschst, damit du danach wieder klarer erkennen kannst, dann melde dich gern bei mir, weil gemeinsam kann man das möglich machen. Und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie du das jetzt siehst, was dieses Video mit dir macht. Wie denkst du gerade darüber? Lass es mich gern wissen. Du kannst mir eine persönliche Nachricht schreiben. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin die Melli. Ich bin Mentaltrainerin, Mentorin und deine Möglichmacherin. Und nächste Woche sprechen wir dann über das zweite Gesetz. Und zwar ist es das Prinzip der Analogie, das Gesetz der Anziehung. Und ich freue mich schon drauf. Und bis dahin, vergiss nicht, du bist wundervoll, genau so wie du bist.